Am 13. Oktober war es wieder soweit, die Goldene Henne wurde verliehen. Florian Silbereisen, 43, hat sich erneut seinen besten Smoking angezogen und führte gut gelaunt durch den Abend. Mit Barbara Schönberger, 50, als Co-Moderatorin erfüllte er sich dieses Jahr nicht nur einen Herzenswunsch, der Abend hielt außerdem noch einige Überraschungen bereit. Unter anderem begegneten sich Anna-Karina Wojcik, 32, und Stefan Ross, 48, erstmals seit ihrer laufenden Scheidung auf einer öffentlichen Veranstaltung. Die Schlagersängerin ging nur wenige Minuten vor dem immer wieder Sonntagsmoderator über den roten Teppich. Besonders pikant, während sie alleine kam, tuttelte er mit seiner neuen Freundin, die ehemals beste Freundin von Wojcik, Eva Luginger, 36, auf dem roten Teppich. Stefan Ross sparte nicht mit Liebesbekundungen, Küsse und ging sogar vor ihr auf die Knie. Auf Stefan Ross und ihr jetziges Verhältnis angesprochen, reagierte Anna-Karina Wojcik eindeutig. Im ProMenius TV-Interview antwortet sie mit einem simplen: Da möchte ich nichts dazu sagen. Mit Stefan Ross hat sie also endgültig abgeschlossen. Viel lieber spricht sie über ihre neue Beziehung und spart auch hier nicht mit kleinen Spitzen gegen ihren Ex. Die Beziehung ist wunderbar, tut mir sehr gut. Mein Freund ist immer für mich da, und doch im Hintergrund strahlt Anna-Karina Wojcik, als sie über ihren Daniel spricht. Heute schaue er von zu Hause aus zu. Ende 2022 machte die Schlagersängerin die Beziehung zu dem Österreicher öffentlich. Verheiratet sie aber immer noch mit Stefan Ross, die Scheidung ist nämlich immer noch nicht durch. Doch würde Anna-Karina Wojcik nochmal heiraten? Abgeneigt scheint sie auf jeden Fall nicht zu sein. Warum nicht? Ich kann mir alles vorstellen. Sag niemals nie, sagt mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht.